Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Urlaub. Wir sind im Urlaub, den ersten Tag. Wir sind auf dem Campingplatz am Leuka Meer, da ist unsere Hütte. Den Odin haben wir auch dabei. Tada, das ist der Carlos. Wir haben uns hier gerade eingerichtet, wir waren auch schon was zum Mittagessen. Und wir werden euch diesen Urlaub wieder ein bisschen mitnehmen. Heute ist das Wetter nicht so sonderlich gut. Also es ist recht windig und auch bewölkt. Ich bin übrigens froh, dass ich hier so eine Tischdecke bei Action gefunden habe für 1,99 €, die man abwaschen kann. Dass wir hier einen sauberen Platz haben, wo wir essen können und ein bisschen chillen können. Habe auch übrigens ein bisschen Deko mitgenommen von zu Hause hier, damit das hier auch schön aussieht. Und ja, der Dominik, der telefoniert gerade, weil die Joanna so komische SMS gekriegt hat von irgendeinem Drittanbieter, dass sie dabei weiß, was für Summen noch offen hat, was eigentlich gar nicht sein kann. Ich denke mal, das ist einfach ein Spam. Es gibt ja manchmal so Nachrichten, die man dann kriegt. Also das kann definitiv nicht. So, die Lamia ist gerade auch mit dem Carlos eine Runde Fahrrad gefahren. Wir haben auch die Fahrräder mit. Und ja, jetzt höre ich kurz auf und wir sehen uns gleich weiter, weil der macht gerade über Lautsprecher telefoniert, der mit der Telekom. Oh nein, ich versuche es mit einem Handgerät zu kriegen. Oh, haben Wespen auch so einen Sticher? Das sind Fliegen. Ja, haben Fliegen auch so einen Sticher? Die tun nichts. Achso. Aber was machen die eigentlich? Die fliegen einfach nur um Scheiße und dann gehen die auf unser Essen drauf. Achso, jetzt weiß ich. Die knabbern alles an und suchen nach Kacke. Mhm. So, guten Morgen. Boah, ich sehe ein bisschen verdutscht aus. Wir haben jetzt gerade zusammen gefrühstückt. Der Dominik ist mit Joanna jetzt in der Rezeption. Die wollen sich dort anmelden fürs Gym. Leider ist hier in dem Campingplatz, muss man fürs Fitnessstudio extra bezahlen, 5 Euro pro Person, 5,50 Euro sogar pro Person. Und du brauchst halt einen Termin, damit du da hingehen kannst, damit das halt nicht überfüllt ist. Finde ich ein bisschen happig, muss ich sagen. Eigentlich sollte das mir inbegriffen sein, aber ich will jetzt nicht hier rummeckern. Es ist jetzt einfach so, wie es ist. Hier fahren die ganze Zeit die Kinder durch die Gegend. Voll schön. Ich bin auch froh, dass wir die Fahrräder von den Kindern mitgenommen haben. Die erkunden nämlich die ganze Zeit mit dem Fahrrad hier die Gegend und fahren rum und gehen auf den Spielplatz. Also das, muss ich sagen, hatten die echt recht, die Leute, die Camping gehen. Für Kinder, also für Familien ist es das Beste. Weil die Kinder wissen sich echt einfach selbst zu beschäftigen. Die können ja hier rumlaufen, hier fahren ja keine Autos und so, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall richtig cool. Ich habe jetzt auch schon gefegt, gespült, Tisch gedeckt, Tisch abgeräumt. Bis auf Wäsche machen und saugen ist das hier aber, glaube ich, wahrscheinlich genauso wie zu Hause. Aber trotzdem wesentlich entspannter, definitiv. Und ich werde das aber jetzt auch aufteilen, dass ich nicht die Einzige bin, die hier spült. Das können die Kinder nämlich auch mal machen. Und Tischdecken können die auch alles ganz gut, denke ich mal. Und jetzt werde ich jetzt hier sitzen und hier mein Buch weiterlesen. Ich traue mich aber nicht. Oh, Animation kommt. Das Maskottchen kommt und läuft jetzt durch den ganzen Campingplatz, glaube ich, und sammelt die Kinder alle ein. Thank you.
So, Bollerwagen ist gepackt und jetzt geht's los. Ihr könnt auch da lang laufen, ne? Ihr müsst nicht immer den Umweg nehmen. Diesen Umweg, der ist viel kürzer als der. Ja? Ja, okay. Natürlich, die Kinder kennen sich besser aus als ich. So, hier ist auf jeden Fall alles eingepackt. Und wir gehen jetzt zum Wasser und gehen jetzt eine Runde schwimmen. Heute ist wirklich schönes Wetter. Gestern war richtig kalt. Da habe ich erst gedacht, oh oh. Aber ich glaube, ab heute sollen die Temperaturen wieder raufgehen. Das heißt, wir können richtig schön am Strand chillen. Ja, was man so alles braucht, ja? Sehr gut macht ihr das. Hallöchen, Hallöchen. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir hatten eine lange Urlaubspause. Wir waren im Urlaub. Wir waren auf dem Campingplatz und wir haben, also ich habe so gut wie gar kein Insta gemacht. Also ich habe eine Woche lang nicht mit irgendeinem Handgerät gesprochen, nicht mit einer Kamera, nicht mit dem Handy, gar nichts. Ich habe zweimal versucht zu vloggen, aber auf dem Campingplatz ist es so schwierig. Und ich hatte auch gar keine Intuition, da irgendwie zu vloggen. Deswegen, ja, haben wir das allererste Mal in unserer Social-Media-Karriere gar nicht gevloggt im Urlaub. Auf der einen Seite voll gut, auf der einen Seite traurig, weil wir auch kaum Fotos gemacht haben. Und am letzten Tag, als mir das so aufgefallen ist und ich es realisiert habe, ist so, oh, ich habe gar keinen Content gemacht, ich habe gar keine Bilder gemacht. Wir haben wirklich nur die Zeit genossen, was auch total wichtig ist. Aber so für uns selber wollten wir auch noch ein paar Erinnerungen machen. Und haben wir echt am letzten Tag noch so ein bisschen Fotos gemacht und alles. Aber gefilmt haben wir echt gar nicht. Ist gut und nicht schlecht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall wieder zu Hause und waren hier auch schon fleißig. Oh, war es hier windig? Wann war es denn windig? Windig. Ja, deswegen. Guck mal. What's this? Was ist denn los? Komm, mal, das ist denn? Hoppala. Wieder komm, machen wir mal so. Oh, hilf mir mal auf der anderen Seite. Mit einer Hand ist schwer. Dankeschön, mein Schatz. So. Ja, wie ihr seht, nach dem Urlaub ist direkt wieder Alltag angesagt. Hier wird schon wieder gewaschen. Die Bettbezüge, die wir dabei hatten, habe ich schon direkt gewaschen heute Morgen, als wir zurück waren. Odin ist auch da. War aber echt windig hier. Kann man gleich direkt die Betten beziehen, Carlos. So. Zack, hier ist noch ein bisschen
Weg da. So. Ah, zack. No. Zack. Zack. Wo ist meine Weste? Deine Weste ist hinten am Stuhl, da, neben dem Blümchen. So, auf jeden Fall sind wir jetzt zu Hause und es war schön. Wir haben uns entspannt und wir hatten ja so ein paar Probleme mit dem Häuschen. Am Ende ist die Joanna dann tatsächlich mit dem Odi nach Hause, weil die da gar kein, die konnte da nicht schlafen, die hat es gar nicht gefallen und hat dann schlechte Laune geschoben. Und dadurch, dass das dann nicht so weit weg war, haben wir sie dann nach Hause gebracht. Oma und Opa waren ja auch da, also hier. Und dann, hätten wir im Endeffekt das schöne große Haus behalten können, anstatt das Chalet. Wenn ihr mal am Neukarmeer Urlaub machen solltet, also das Chalet können wir definitiv nicht empfehlen. Es war nämlich nicht wirklich sauber. Und für den Preis, also gut, wir haben natürlich sowieso mehr bezahlt, als das eigentlich kostet. Aber jetzt das Chalet hätte jetzt auch 900 Euro gekostet für eine Woche. Und ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall ist der Urlaub jetzt vorbei. Und ich zeige euch mal das Gewächshaus, wie es aussieht. Hier ist nämlich richtig was passiert. Schaut euch das mal an, es ist ein richtiger Dschungel geworden. Wahnsinn. Guckt euch das mal an. So, so krass, wie das in einer Woche passiert. Aber schaut euch mal bitte diese wunderschönen Tomätchen an. Wie schön kann eine Tomate sein, bitte? Wie süß. Und hier auch. Schaut euch die mal an, wie hübsch die sind. Die sind so schön. Und es riecht so nach Tomate, ne? Wahnsinn. Ja, ich muss auf jeden Fall jetzt heute ordentlich hier Wasser reinpacken. Und da ist auch ein Gürkchen. Ein Gürkchen ist gut, ey. Guckt euch jetzt mal an, was dabei. Wahnsinn, bis da oben hin ist die gewachsen. So krass. Echt total verrückt. Und da sind noch mehr Tomaten. Das ist so krass. Ich weiß gar nicht, wer die ganzen Tomaten hier essen soll. So, ich werde das hier mal hochbinden. Moment. Guckt euch mal, das ist ein Urwald. Das ist wie ein Urwald hier. Hoch. So. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich ja extra für den Urlaub eine neue Kamera übrigens ja bestellt hatte. Nämlich die. Das ist diese kleine Sony, die ganz neue. Die hat ein bisschen Weitwinkel. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt, ist das jetzt ein bisschen Weitwinkel oder nicht, ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich erkenne da jetzt nicht so, also ich dachte, da wäre viel mehr Weitwinkel, ist aber leider nicht. Aber ich denke mal, ich werde die trotzdem behalten, damit die Joanna und ich halt dann jeder die eigene Kamera haben. Und ich denke mal, hätte ich jetzt diese kleine Kamera gehabt, hätte ich eventuell ein bisschen mehr gevloggt im Urlaub, ein oder zwei Tage. Aber ja, sollte einfach nicht sein. Und jetzt werde ich jetzt einfach mal hier die Dings dran binden. Mein Gott. So krass, wie das nach Tomate duftet. Verrückt. Total crazy. Guck mal schon. Oh, guck mal, die ist geknickt. Nicht gut. Keine Ahnung, meine Tomaten sind gemacht. Ach so, ja, ich komme sofort, mein Engel. Moment. Was hier ist die Weste an? Ey, Zucker. So. Zucker. Ich küsse den Fisch. Und gut. Und Kein Carlos hat schwimmen gelernt im Urlaub. Juhu. Okay. Also eigentlich schon letztes Jahr in Mexiko. Aber irgendwie hatte der auf einmal Angst, in den Pool zu gehen. Aber im Urlaub hat es dann geklappt, ne? Und jetzt gehe ich auch in den Pool. Und jetzt gehst du auch wieder in den Pool, ne? Mit meiner Schwimmweste. Mit deiner Weste erstmal, ja. Juhu. Ich mache nur Spaß zu schwimmen. Und wenn du auch schwimmen willst, dann geht schwimmen. Aber nur mit den Erwachsenen. Nur mit Erwachsenen, ne? Wenn ihr nicht schwimmen könnt. Aha. Dann zieht ein bisschen eine. Nee. Dann zieht ein bisschen eine Weste an. Oder ihr geht zu den Erwachsenen und fragt, oh ja, ich heule. Ob ihr denkt. Ja, tschüss! Tschüss! So, jetzt zeigen wir, wie wir schwimmen. Wie du springst? Springst du jetzt in den Pool? Ja. Korrekt. Aber du kommst mit. Ich habe doch gar kein Bikini an. Doch, du hast doch ein Bikini, da kommt das. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich heute überhaupt in den Pool möchte. Warte, jetzt nicht die Kamera da reinfallen lassen, ne? Erstmal viel, wie warm das ist. Halt dich jetzt fest. Eigentlich muss die recht warm sein, also der Pool. Das Wasser. Also er müsste warm sein. Ja.
Also kannst du ja auch rein. Ja, und das hat den Finger auf. Autsch, mein Finger. Das war mein Finger. Pass auf deinen Finger auf und ich quitsch mir meinen. Okay. Geht? Hallöchen! Und tschüss! Und tschüss! Das war die Vollsperren! So, schaut mal, was ich gerade geerntet habe. Aus dem Garten. Eine riesen Zucchini! Richtig. Essen ist jetzt fertig. Ich will euch mal zeigen, diese Soße, wenn ihr die noch nicht kennt aus dem Action. Mega lecker und kostet echt nur 1 Euro irgendwas. 1 Euro irgendwas. 1,49 Euro oder so kostet die nur. Die sind echt mega lecker. Da gibt es auch noch eine Zwiebelsoße, die ist richtig lecker, obwohl ich keine Zwiebel mag. Dann gibt es auch noch so eine Cheese-Soße, die ist auch mega lecker, wenn man einen Burger macht oder drüber. Also echt richtig cool. Absolute Empfehlung, Knoblauchsoße. So, jetzt habe ich aber echt Hunger. Ich war nämlich gerade mit dem Carlos im Pool. Habe die Mädels aus der Stadt abgeholt. Die waren nämlich schon wieder in Mörs shoppen. Tada! Aber nichts im Sale gekauft wohl. Nee, gab es nur so L und XL. Ja, die. Ja. Kann ich auch ein bisschen Eis haben? Hast du das geholt? Nee. Papa? Wen gehört das? Ich habe einfach mal ein Glas. Cool. Kann jeder ein bisschen was mitnehmen, habe ich gedacht. Dankeschön. So. Na, die ist, glaube ich. So, wir haben alle zu Ende gegessen und gucken, beziehungsweise haben jetzt gerade. Mit den Kindern waren wir drin und haben, wie heißt der Film denn? Rio geguckt mit dem Papagei. Voll lustig, richtig, richtig gut. Und ich wollte jetzt, bevor ich den Vlog beende, eine kleine Bücherrezension machen. Das wird nämlich immer wieder gerne von euch geguckt und auch gefragt, wenn ich mal zeige, wenn ich ein Buch lese. Ich habe im Urlaub 2 Bücher zu Ende gelesen und nicht nur einfach nur irgendwelche Bücher, sondern auch richtige Wälzer. Einmal 426 Seiten, das war das hier, mit Farbschnitt. Das ist mein erstes Buch mit Farbschnitt. Und einmal, das ist mein Favorit in diesem Jahr, jetzt kann ich schon sagen, 462 Seiten. Ich mache erstmal das eine und dann mache ich das andere. Das sind beides, wie heißt das, Fantasy-Romane. Normalerweise lese ich gar kein Fantasy. Das Einzige, was ich mal gelesen habe, war Twilight. Ansonsten ist das gar nicht mein Genre. Aber dieses Buch, ich bin da 3-mal bei Thalia vorbeigelaufen und ich fand das Cover so schön. Ich fand das Cover so schön und habe immer wieder hin und her überlegt. Das habe ich übrigens als zweites gelesen. Das erste, was ich gelesen habe, war das andere. Aber ich habe es trotzdem gekauft, weil es einfach total schön aussieht. Und auch die Geschichte an sich, was da hinten drauf steht, mich sehr fasziniert. Ich lese es euch mal vor. Sie soll ihn hassen, hintergehen, töten und sich auf keinen Fall in ihn verlieben. Um das Königreich ihres Vaters zu retten, soll Prinzessin Isolde von Lara den mächtigen Vampirkönig Adrian heiraten und töten. Doch in ihrer neuen Heimat angekommen, merkt sie schnell, dass nichts, was sie über Adrian und sein Volk zu wissen glaubt, wahr ist. So sehr sie sich auch dagegen wehrt, die Anziehungskraft zu Adrian ist unabwendbar. Die Gefühle, die er in ihr auslöst, hat sie noch nie für jemanden empfunden. Aber sie darf sich auf keinen Fall in ihn verlieben und so ihre Mission aus den Augen verlieren. Sie muss ihn töten und sein gesamtes Reich in die Knie zwingen.
spannend, düster, leidenschaftlich. Also, das ist genauso, wie es da steht, ne? Mit King of Battle and Blood hat Scarlett Claire eine Welt erschaffen, die mich einfach nicht mehr loslässt. Hammer. Also ich könnte euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Es ist, kann ich direkt mal sagen, sehr spicy. Spicy Spice Level ist 20 Chilischoten. Also da geht es ziemlich heiß her, direkt am Anfang. Ihr seid direkt in der Geschichte drin. Richtig, richtig, richtig gut. Auch total, also das Essen sieht einfach schön aus. Ich bin halt so ein Buchopfer. Wenn das nicht schön aussieht, kaufe ich das auch nicht. ja, und hier ist halt die Karte mit drin. Das ist ja immer so das Schöne an diesen Fantasy-Büchern, dass die echt richtig schön gemacht sind. Und ja, es ist wirklich, ich habe das innerhalb von 3 Tagen hab ich durchgelesen. 3 Tagen, 480 Seiten knapp gelesen. Und es liest sich sehr einfach. Die Geschichte ist super spannend. Das wird nicht einmal langweilig. Und ist echt sehr gutes Vampir-Rumänchen. Also richtig cool. Jetzt hat die auch noch andere gemacht. Wie heißt das? Noch andere Bücher. Ich überlege, ob ich mir die auch dann holen soll und die lesen soll. Auf jeden Fall, das kann ich euch empfehlen. Kann ich euch unten verlinken. Und dann kommt mein Highlight von diesem Jahr als Buch und, glaube ich, sogar vom letzten Jahr und vor davor das Jahr. Also, wie gesagt, ich bin keine Fantasy-Tante, aber das hier, diesen Wälzer, ist ungelogen. Hätte ich eigentlich schon innerhalb von 2,5 Tagen durchlesen können. Ich habe mich extra nicht beeilt, das zu lesen. Es war ein Fluch. Es hat mich wirklich sehr viel Anstrengung gekostet, das nicht in einem durchzulesen, weil das so toll ist. Fourth Ring, Flammen geküsst. Das ist wirklich, ja, ein richtiger Fantasy-Roman mit Drachen, Drachenreitern und einfach richtig, richtig toll. Jede Seite ist einfach nur pure Spannung, purer Genuss, das zu lesen. Flieg oder stirb. Echt richtig, richtig toll. Kann ich euch komplett empfehlen. Ich kann euch das mal hier vorlesen. Ein Drache ohne seinen Reiter ist tragisch, ein Reiter ohne seinen Drachen ist tot. Artikel 1, Absatz 1, der Kodex der Drachenreiter. Violets Traum, Schriftgelehrte am renommierten Basquiat War College zu werden, zerplatzt je, da sie als Tochter der Generalin am Auswahlverfahren der Drachenreiter teilnehmen muss. Das erste Jahr wird nicht einmal die Hälfte aller Bewerber überleben, denn Drachen binden sich nicht an schwache Menschen, sie fackeln sie nieder. Die meisten Kadetten wollen Violet allein aufgrund ihrer Herkunft niederstrecken. Besonders Xaden, der mächtigste und skrupelloseste unter den Geschwaderführern. Und ohne Frage auch der attraktivste. Ausgerechnet ihm wird Violet unterstellt. Sie wird jeden Vorteil nutzen müssen, wenn sie überleben will. Denn am Basquiat War College haben alle eine Agenda. Und es gibt nur 2 Wege hinaus, den Abschluss machen oder sterben. Knisterte Spannung und große Gefühle. Ein atemberaubender Roman, Romantik-Fantasy-Reihenauftakt. Absolut. Kaufen, kaufen, kaufen. Lesen, lesen, lesen. Unheimlich tolles Buch. Ich habe geweint. Ich habe gelacht. Ich habe gesäuft. Alle Emotionen waren dabei. Das Ende, das ist schrecklich. So ein Cliffhanger da rein zu ballern. Und der zweite Teil kommt erst im Dezember raus. Also, es ist absolut ein tolles Buch. Und auch, habt keine Angst davor, dass es so ein dicker Wälzer ist. Ihr habt das eben nur durchgelesen. Ich hab es wirklich gezogen. Ich habe Freitag vom Urlaub, Donnerstag oder Freitag habe ich das, glaube ich, vom Urlaub gekauft. Samstag habe ich das angefangen zu lesen. Ich habe Samstag, Sonntag gelesen und war schon die Hälfte fertig. Obwohl wir nicht im Urlaub waren, sondern die Kinder auch noch zu Hause waren, ja. Und im Urlaub muss ich wirklich jeden Tag mich zusammenreißen, dass ich das nicht in einem Rutsch durchlese, sondern wirklich immer so ein Kapitel, Pause, noch ein Kapitel, Pause. Aber es ist wirklich super gut zu lesen, super spannend, also kann ich euch auf jeden Fall komplett empfehlen. Verlinke ich euch auch unten und auch an sich ist es einfach auch super schön übrigens. Nicht nur von außen, sondern auch von innen. Schaut euch das mal an, wie schön das einfach ist, mit wie viel Detailliebe. Das gibt es auch noch mit einem Farbschnitt, aber das habe ich dann leider nicht mehr gekriegt. Aber es ist einfach trotzdem wunderschön. Auch hier wieder die Karte, wo es halt in der Geschichte geht, dass man weiß, welcher Landteil da ist, wo was abspielt. Also richtig schön gemacht. Und ja, das ist auf jeden Fall mein Highlight der letzten 3 Jahre, 100 Pro.
Also, ihr wisst ja, ich bin After, großer After-Fan und nach After habe ich ja jahrelang nichts gelesen. Und danach hat mich auch nicht so wirklich was gefangen. Es waren halt so Romane, die waren ganz schön und auch wirklich gut so. Aber das ist wirklich ein Buch, da werde ich noch Jahre später drüber sprechen. Weil es einfach, ich hoffe, dass es verfilmt wird. Ich hoffe, dass es verfilmt wird. Ist echt richtig, richtig schön. Ja, diese zwei Bücher habe ich jetzt in einer Woche gelesen. Also schon richtig viel. Hat super viel Spaß gemacht. Wie gesagt, gar nicht so mein Genre. Aber da werden noch ein paar, glaube ich, zukommen von diesen Fantasy-Romanen. Echt richtig cool. Ja, wie gesagt, ich verlinke es euch unten. Ich werde jetzt diesen Vlog hier beenden, damit er nicht so lange wird. Und morgen werde ich euch dann wieder den ganzen Tag auf jeden Fall mitnehmen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.